Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Hey Felsen, Gelobt sei Jesus wie Christus. ist das scheiße Schleppen so? Wie geht's dir? Und wie geht's dir? Hab mir den Arm verstaucht und kann ihn kaum bewegen. Und ich muss den ganzen Tag Eimer hieven. Ich helfe dir. Ich kann dir helfen. Im Ernst? Das wäre sehr nett. Das sollte helfen. Das sollte helfen. Hab vielen Dank. Hier hast du ein paar Groschen. Viel ist's nicht, aber mehr habe ich momentan nicht. Auf bald. 3 Groschen für ein Elixier. Meine Fresse, das ist der Tausch meines Lebens. Naja, wir gucken uns heute nämlich das DLC From the Ashes an. Das ist quasi so ein kleiner, ja, Aufbausimulator, Stadtaufbausimulator. Wir haben gleich eine kleine Stadt, Hey. für die wir sorgen müssen. Und dafür müssen wir Herr Divisch ansprechen. Aber Herr Divisch war doch Thalenberg, ne? Genau. Wir wollen aber nach Thalenberg. Da. Questgeber. Haben wir neue Questgeber irgendwo? Nee, ist der einzige, ne? Wir müssen auch nochmal nach Vrank. Ach, die sind nach Sampotesch gegangen? Okay. Da ist noch eine Höhle. Können wir gemeinsam gerne gleich nochmal hingehen. Aber erstmal nach Thalenberg. Hallo? Och Mann, ist nicht dein Ernst. Nur weil ich in einem fucking Gebäude bin. So, jetzt bin ich's nicht mehr. Tod am Wegesrand? Oh nein, ich will nicht nochmal sterben, ich habe gar nicht gespeichert. Ach, das ist hier. Ach, ich höre schon dieses nervige Klick, Klick, Klick. Ja, ist auch genau dieselbe Leiche. Was machst du da, du Mörder? Wovon sprichst du? Wovon zum Teufel sprichst du? Was treibst du? In der Nähe einer Leiche, in der Nähe eines Mordes. Ich jage hier Kumane. Ich suche Kuman und töte jeden, den ich finde. Ah, nun gut. Das ist in Ordnung, schätze ich. Also gut. Ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier gemacht? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Ich werde dich persönlich zum Vogt zehren. Ich werde dich nach Artei zerren und den Vogt entscheiden lassen. Du bist schuldig. Ich weiß, was geschehen ist. Ich werde die Straßen nicht Banditen überlassen. Oh, wirklich? Ich verspreche dir, wenn du versuchst, mir etwas anzuhängen, wird die ganze vermaledeite Provinz davon erfahren. Ich bin mir sicher, du bist der Mörder. Du bist der Mörder. Du kannst ehrlichen Leuten nicht einfach irgendetwas unterstellen. Ich gehe in die Stadt, um das zu melden. Wirst sehen. Wir werden sehen, ja. Wir werden das schon sehen. Lauf! Lauf um dein Leben, Kleiner. Bam! Na, oh, meldest du es immer noch? Ich glaube nicht. Habt ihr gesehen? Die Kunst des Schießens, Freunde. Die Kunst des Schießens. Ach, sie läuft da noch. Wo läuft sie denn hin? Läuft sie jetzt nach Pribislawitz? Werden da jetzt all meine Freunde wohnen? Ich habe ignorieren gedrückt. Was soll das?
Was machst du da? Was? Weshalb fragst du? Warum fragst du? Kann man nicht mal im Wald spazieren, ohne belästigt zu werden? Ich bin nicht mal im Wald. Ich frage, weil ich hier der Wildhüter bin. Nun, ich will... Dann macht es dir... Vergiss... Das werte ich als... Und wenn ich nicht mit... Dann zwinge ich... Versuch es. WTF? Ich bin auf der Straße gelaufen, Mann. Oh. Du willst es also auf die Tour haben, ja? Nimm das! Ein Schuss, ein Treffer. So. So lasse ich doch nicht mit mir umgehen, ganz ehrlich. Ich bin auf der Straße gelaufen, der hält mich an und sagt, du bist Wilderer. Ja, ja. Ist schon okay. Ja. Ich kann's ab. So, und dann wären wir hier auch angekommen. Ist er hier? Nein. Hey! Ich vergesse immer, dass er Was hier zum ist. Teufel? Herr Divisch, Herr Divisch. Hallo, Herrin. Grüß dich, Heinrich. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Was geschieht mit Pribislavitz? Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divisch? Mir ist da etwas über Pribislavitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Pribislavitz geschickt. Mein Lokator Marius. Lokator? Was ist ein Lokator? Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Du willst das Dorf neu besiedeln? Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Pribislavitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Alles Gute. Tief im Walde, da komme ich her. So. Das machen wir gleich noch. Finde Herrn Divisch Lokator. Das werden wir doch mal machen. Jetzt geht mir aus dem Weg. Hey, pass auf. Rüpel. So, wo müssen wir dafür hin? Nach Pribislavitz. Ernsthaft? Geht das nicht schneller? Danke. So, du hast entdeckt Pribislavitz. Ja, so neu ist das nicht. Ja. So, und der Lokator muss hier irgendwo sein. Oh, guck mal, hier sind Leute. Seid ihr nette Leute? Hey! Oh, nein. Hey, hey. Welcher Hundsfurt hat meinen Dolch geklaut? Er hat da gelegen. Gebt's zu, ihr dreckigen Bastarde. Hast wieder vergessen, wo du ihn hingetan hast. Wie? Was ist denn hier los? Maul. Eben war er doch noch da. Das wievielte Mal ist das jetzt? Du. Okay, wir holen mal die heftigen Pfeile raus. Er hat gesessen. Zu den Waffen! Hierüber! Ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Hey, ihr alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Wieso bist du nicht umgekippt? Wo sind alle? Schnell! Treffsicherheit hat sich auf jeden Fall verbessert. Der hätte fast gesessen. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Der hat gesessen. Ich vermute mal, er wurde von Banditen aufgehalten. Hier ist aber nur so eine Vermutung. Wie viele leben noch?
Katze, musst du jetzt nerven? Hey! Der elende kleine Racker. Nur am Nerven. Wenn ihr gleich irgendein Geräusch hört, das ist die Katze. So, erstmal meine Pfeile wieder mitnehmen. Honig kann ich auch gebrauchen. Nee, kein Hasenfleisch, Kohle. So, ich werfe mal kurz die Katze ab. Er lässt sich davon nicht verscheuchen. Was für ein Affe. Schlafen und speichern. Aber wo ist jetzt der Kollege? Er hat nicht gesagt, er sitzt jetzt hier. Ja, das war eins die Kirche, wo wir den Bosskampf hatten. Hier geht's hoch, vielleicht versteckt er sich da oben. Was haben wir denn hier in der Kiste? Mit nichts drin, wer hätte's gedacht. Hä? Ich dachte schon, da wäre jemand. Okay, wir gehen kurz schlafen, werden höchstwahrscheinlich davon dann gestört dabei. Aber egal. Immerhin speichern wir dann. Okay, mich hat niemand beim Schlafen gestört, das ist schon mal gut. Das ist nur Ferdinand. Ja, wo ist denn der Typ? Man guckt sich sowas doch nicht alleine an. So, ich habe ihn gefunden. Und zwar ist er eigentlich genau da, wo ich geschlafen habe. Hier habe ich ja geschlafen. Und da ist er drin. Hallo, mein teurer Freund. Bitte, hilf mir. 10, was? 10 Dietriche? Okay. Danke. Keine Ursache. Herr Divisch hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Wie war? Ich bin Heinrich aus Galitz. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divisch die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divisch Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. Du kannst mitkommen, wenn du magst. Danach erstatten wir Herrn Divisch Bericht. Okay. Ich begleite dich. Nicht, dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein, ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? Gut, begutachten wir mal Primislawitz. Das wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stünde auf einem Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht mit einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche. Das wäre die ideale Stelle. Okay, das Rathaus. Die Kirche steht also noch. Gut. Mehr oder weniger. Gut. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss. Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Der wichtigste Weg und der Bach. Jetzt sag mir bloß, du willst hier eine Mühle hinpacken. So wirklich viel Wasser ist das ja nicht. Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Ein bisschen mehr Wasser könnte er schon führen, finde ich. Weiß ich, so ein Bach. Ist jetzt nicht der geile Scheiß.
Hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Ich kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Ja gut, wir müssen ja ohnehin weg, ne? Von daher können wir das Holz auch nutzen, wobei, ja. So eine scheiß Dinger kann man doch nicht gebrauchen. Feuerholz. Mehr aber auch nicht. Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Und was willst du hier machen? Eine Mühle oder was? Ich habe meine Mühle, ich weiß. Das hier könnte der Marktplatz werden. Hier ist viel Platz. Das ist der einzig vernünftige Ort hier in der Stadt. Diese Ecke hier. Also ich tippe mal auf Marktplatz. Huch. Es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. Gut, Brunnen würde ich nicht sagen. Eine kleine Therme, ja, vielleicht. Kleines Planschbecken. Viel Platz, sauberes Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, jetzt wo du Schenke sagst. Ich bin fertig. Alles Nötige wurde begutachtet. Und du? Was hat die Begutachtung ergeben? Und Meister Locator? Kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divisch? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divisch erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. Okay, jetzt müssen wir hier warten. Herr, willkommen in Pribislawitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislawitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Ich habe sie getötet. Ich habe Lösegeld gezahlt und hätte gerne eine Entschädigung. Was ich getan habe, ist nicht wichtig. Ich habe vergeblich versucht, sie dazu zu bewegen, Meister Marius freizulassen. Damit war zu rechnen, da Menschen dieses Schlags nur das Klimpern von Münzen verstehen. Welch heimtückischer Abschaum. Ja, Herr, und gierig obendrein. Sie wollten ein hohes Lösegeld und ich habe es selbst gezahlt. Ich weiß all deine Mühen für die Sicherheit meiner Untertanen zu schätzen. Wie viele Münzen hast du ihnen gegeben? Herr? Es soll nicht Heinrichs Schaden sein, wenn er doch alles ihm Mögliche getan hat. Hier, das sollte dich entschädigen. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislawitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislawitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren.
Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Aufbau des Dorfes. Wir haben uns umgesehen. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen könnte. Natürlich brauchen wir eine Kirche. Es wäre schön, die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Das dachte ich mir schon. Wasser und Holz. Hier fließt ein Bach durch und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Ja, und das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Dem zukünftigen, jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen. Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Die bisher geplanten Bauvorhaben sind allerdings nur der erste Schritt. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen. Und für mehr Bauernhöfe. Aber für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Wird das nicht Unsummen kosten? Wer wird hier leben und arbeiten? Das wird ein wunderbares Dorf. Wird das nicht Unsummen kosten? Ein ganzes Dorf wieder aufzubauen muss ein Vermögen kosten. Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Wie viel genau? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. Aber ich rechne mit einigen Tausend, wenn nicht gar 10.000 Groschen. So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Natürlich müssen wir versuchen, den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marius. Wer wird hier leben und arbeiten? Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeiter nötig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Dennoch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rathai eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, aber auch Pflichten haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Sie werden froh sein, Herr. Eine sehr gute Lösung, Herr. Der Mangel an Siedlern hat auch mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf menschenleer bleiben wird. Das wird ein wunderbares Dorf. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir, Heinrich? Herr? Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau.
Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Ich? Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja, aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich denke also, dass du zurechtkommen wirst. Ich frage mich, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber, Herr, ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken, aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also, ich meine, bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Puh, also schön. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rattayer Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Tallenberg zuwenden. Wenn alles soweit ist, lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. 5 Jahre sind gar nichts. Ich investiere da jetzt so viel Geld rein, weißt du, und da 5 Jahre lang ein bisschen Geld rausbekommen. Der Wiederaufbau dauert allein schon 5 Jahre. Naja, okay. Ich beschwere mich nicht, nein. Mein hübsches Geld. Geizkragen, Alter. Geizkragen. Überfall auf dem Weg. Mann, ich wollte abbrechen. Dann kriegen die halt aufs Maul. Jetzt sterbe ich. Oh Gott. Weg mit der Waffe und gib uns deine Habe. Okay. Mehr hast du nicht drauf. Ich fass es nicht, ey. Soll das etwa alles sein? Der cheatet doch. Keine gute Idee. Ja. Komm mir nicht zu nah, Mann. Ich kann ihn nicht treffen, wenn er in mir steht. Willst du mich verarschen, Spiel? Trau dich doch. Das hast du verdient. Weißt du, ganz weit entfernte Ziele treffe ich, weißt du aber den nicht. Hörst du wohl auf damit? Hier. Arsch. Die haben mich verloren. Hi. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Ich hab den Hinteren getroffen. Aha. Trink Zielwasser. Hier. Okay. Das gibt's nicht. Du aller Cheater, du. Tja, Headshot, mein Freund. Headshot, Alter. Headshot. Hast du nicht mitgerechnet, Junge, oder? Das Brot nehme ich, das brauche ich. So. So viel zu euch, Deppen. Ihr könnt mich mal, ey. Ihr kriegt mich niemals lebend. Eigentlich logisch, wenn sie mich umbringen, aber egal. So. Goodie, dann weiterreisen. Bis ganz nach unten, Alter. Oh Mann. Hallo, Rattayer-Fahrer. War mir eine Freude. Ich muss etwas zu essen. Ach, ich wollte essen, ne? Langsam knurrt der Magen.
Ups, fast hätte ich Bier gesoffen. So, das essen wir noch. Grieben meinetwegen. Bin fast satt. Habe ich noch irgendwas? Ziehen wir uns Wein rein. So. Gut, dann wollen wir mal. Ist zwar schon recht spät, aber ich hoffe, dass es noch nicht allzu spät ist. Frisches Brot von heute Morgen. Frisches Brot von heute Morgen, wir haben es abends, weißt du? Dann ist es, glaube ich, nicht mehr so frisch. Hey! Schreiben aus Pribislavitz. Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divisch. Es betrifft den Wiederaufbau von Pribislavitz. Das Dorf, aus dem du die Banditen verjagt hast? Ganz genau. Dann stimmt es also. Gut, gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Dann wollen wir mal sehen. Ich soll bekannt machen, dass Pribislavitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Herr Ratzig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Lebe wohl. Lebe wohl. Wir sehen uns wohl nie wieder. Huch, was? Okay. Das war gerade ganz kurz sehr hell. Sorge dafür, dass der Vogue die öffentliche Ankündigung macht. Wie? Seid ihr besoffen oder was? So wie ich? Soll ich ihn jetzt dazu zwingen? Wie will er das machen, wenn hier niemand da ist? Karotten und Äpfel, ein wahrer Hochgenuss, so frisch. Ach, die erläutert das Ding. Frisches Brot, kommt und schlagt zu. Mit Brot allein kann man nicht leben, aber ohne auch nicht. Oh, hallo, feiner Herr, den ich am liebsten beklauen würde. Ich warte schon mal hier. Sehr viele Leute haben sich ja hier nicht verteilt. Jetzt geht einfach. Wow, weißt du, eine Handvoll Leute. Und er kriegt es nicht hinter hier hochzulaufen. Der ist wirklich besoffen, so wie ich. Oh Gott, bei mir schwankt schon alles. Hört her, ihr Leute. Hiermit verkünde ich im Namen von Herrn Hanusch und Herrn Divisch, dass euch, werten Bürgern Rattais, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Pribislavitz nördlich von Burg Talmberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten, vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren von ihrer Steuerlast befreit. Zudem ist es ihnen gestattet, die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die Wasserversorgung zu nutzen. Das Dorf Pribislavitz befindet sich im Lehen von Herrn Divisch von Talmberg. Und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Pribislavitz und zu diesem Behufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit verbundenen Privilegien wurden ihm von Herrn Divisch für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. Der will mich doch verarschen. Ich krieg 5 Jahre lang die Einnahmen der Stadt, weißt du, die Bewohner müssen 5 Jahre lang keine Steuern zahlen. Wo krieg ich mir denn mein Geld her? Was soll denn der Scheiß? Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich verarscht. Deine Brut haben mir alles genommen. Glöckchen, hi. Guten Tag. Ja gut. Möge Gott. Anscheinend willst du nichts. Und ich bin übelst besoffen. Sehr schön. So soll's sein. Zurück nach Pribislavitz.
Außer, dass es mitten in der Nacht ist. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen kümmern wir uns dann um den Aufbau dieser Stadt und gucken, wie das Ganze dann aussieht. Ich bin froh, dass wir jetzt hier heil angekommen sind. Und ja, sieht schon besser aus, ne? Lassen wir uns überraschen. Haut rein, tschüss.